zu Whisky. Ganz normal zu okay. Was? Das ist Factory, ich sehe das Lagerhaus. Nein. Bei Fabrik ist was anderes, ja? Ja, Blödsinn. Fabrik ist direkt ganz, ganz oben. Ja. Das letzte Mal dankt, wie ich gesagt habe, ich danke, ja. Was war das, wo du mich überholt hast. Ah, okay. Und jetzt habe ich von die 300 Liter mal 171 verbraucht. Ah, nein, also 171 habe ich noch so. Achso. Na, dann ist auf jeden Fall sparsamer. Ja. Fuck. Jetzt hab ich mir woanders hingeschaut, oder? Und Handy am Steuer ist nicht gut, sag ich euch. Gönnt euch das ab. Was hat deiner Spritverbrauch? Im unwegsamen Gelände haben wir gesagt, so. Nein, ich meine, was für eine Wertung. Man hat B plus nämlich. Sehe ich die irgendwo? Ja, wenn du deine Funktionen anmachst, hast du oben deine Statistik, was du alles von verloren hast und so. Ah, okay. Schaden. Funktionen anmachen. Ah, da oben. Spritverbrauch A. Ah, ja, okay. Genau, eins ein bisschen besser. Ich hab B+, dann hast du A. Was hast du generell, wenn du schon drin bist? Alles A. Alles A, okay. Na, ich hab A+, A-, B+. Das ist gleich aus unserer Gerätschaft bislang. Mhm. Na gut, irgendwann möchte ich mir auch wirklich den Mercedes dann auch kaufen. Da hast du schon recht. Denke ich mal, dass der was ist für dich. Irgendwann. Schaut doch geil aus. Ich finde halt cool, was ich an dem Spiel aber wirklich loben muss. Aha, ich habe meine Betonträger gefunden, aber ich weiß nicht warum. Entweder habe ich mich da verdrückt. Die liegen da auf der Seite. Ah, okay. Entweder habe ich es unabsichtlich abgeladen. Oder mich verdrückt. Was wollte ich sagen? Was du an dem Spiel loben möchtest. Ah, dass die ganzen Sachen, was du verkaufst, eins zu eins wieder den Wert haben. Also kannst du keinen Wertverlust haben. Könnte man natürlich wieder einhaken, dass das auch ein bisschen unrealistisch ist. Natürlich ist es unrealistisch. LKW, aber dann, wenn wir bei Unrealismus sind, dann haben wir viele Dinge, die jetzt unrealistisch sind. Du zahlst nichts fürs Tanken, du zahlst nichts für die Reparaturen. Weil, hast du gesehen, es gibt dieses neue Spiel Plus jetzt? Da musst du für das alles zahlen. Ah, okay. So! Also, Realismus quasi. Ja, genau. So, also, ich bin schon unterwegs mit den Ersatzteilen. Na gut, das interessiert mich eh nicht. Ich dachte nur wegen der Holzbrücke. Ja, da komme ich auch so hin. Nee, da kommst du nicht vorbei. Sicher komme ich hin. Fahr einfach den Weg da links runter und. Okay. Aber wenn du. Ah, du bist eh in der Nähe, dann warte ich auf dich. Dann fahr ich über die Brücke. Weil das ist näher.
Aber ich hätte ja nur ein Stückchen weiter an der Tankstelle da runterfahren müssen. Und dann war sie den Gatschweg halt bis zur Brücke. Und jetzt warte ich auf dich. Dann haben wir eigentlich die Hauptverbindung easy. Dann können wir schon. Achso, der Feldsturz fehlt noch, gell? Stimmt. Gut, den habe ich aber auch aufgeladen. Ach, den hast du ja auch aufgeladen. Ja, perfetto. Ich weiß halt nicht, ob ich dann von der Seite hinkomme. Das müsste ich schon. Ich überlege gerade, wenn ich Holz brauche. Da probieren soll, bei der Holzbrücke vorbeifahren. Auf dem Scheiß drauf Modus. Wird schon gut gehen. Jetzt schauen wir uns meinen Weg an. Ich bin falsch gefahren. Ja, gut, die Holzbrücke. Zurückfahren muss ich sowieso irgendwie, also könnte ich über die Holzbrücke fahren und auch gleich nachschauen. Ich glaube, da staubt oder? Wie ist der Fahrer da? Geht's runter. Fuck. Ich glaub, du bist angefahren. Glaub ich auch. Wow. Ich glaub, du bist angefahren. Gesetzt. Das ist der einzige Weg, deswegen. Bitte? Das ist der einzige Weg, also wird schon richtig sein. Siehst du, jetzt hat er nachlassen. Komplett. Hab ich gemerkt. Das macht er immer wieder. Dass ich reinfahre dann irgendwann. Das ist ein Auto. Hat er eine Mission? Siehst du da ein Auto? Da, vor dem Gatsch. Warte mal, ich muss mal schauen. Vor dir oder was? Ja. Ah, da. So, ich glaube, da ist nur Deko. Okay. Glaube ich halt, das ist schon ein kaputtes Auto, also. Wurscht, nehmen wir alles und reparieren es. Aber ich komme easy überall durch dabei. Ja, da ist auch kein Problem. Zurück muss ich mir dann den Weg setzen, glaube ich. Da wäre ein Apfelpunkt gewesen. Echt? Ich glaube, eh bei dem Auto ran wäre das gewesen. Ah ja, stimmt. Ich weiß, warum das Auto da steht. Ich wollte da wieder mitten stehen. Mitten am Hügel. Ist der dieser Brücke. Und was brauchen wir? Jetzt haben wir Holzplanken. Holzplanken?
Ikarus. Vielleicht du nicht? So, da hat eins geschafft. Schauen wir mal die Tankstelle an, die kommen da runter. Das 10, meine Clansleistung jetzt, oder? Nee, ich setz grad Fuß. Na, Alter. Aber das bin über den Fluss gefahren, Alter. Alles in der Aufnahme von Ending sehen. Nimmst du den Upgrade-Punkt übrigens mit, weil ich da auch gerade ansehe? Denn was? Den Upgrade-Punkt? Ich bemühe mich. Perfekt. Ich nehme die Holzplanken, wenn nicht, nehme ich den Upgrade-Punkt mit. Genau, du bist. Aber eigentlich. Bist du den Punkt setzt, dass aber nicht die Brücke aufbauen kannst, über die Brücke auffahren. Was hab ich? Bis du den Weg gesetzt hast, habe ich die Brücke auch fertig. Ich habe den Weg ja schon gesetzt. Eben, so sei er. Dann kannst du gleich über die Brücke fahren. So viel näher, oder? Also wenn du rundherum fahren musstest. Uferstand? Ja, aber dann nehme ich den Abgepunkt gleich nicht so. Ich probiere da durch den Wald zu fahren. Okay. Ich wollte nur, dass du es nicht so weit hast. Bitte? Ich wollte nur, dass du es nicht so weit hast. Dass ich eine ganze Runde fahren muss, extra. Ich glaube, so schnell ist es. Sicher, du musst bis zur Werkstatt wieder zurückfahren, quasi? Nein, da ist eh ein Weg unten. Ja, schon, aber du musst halt wieder den ganzen Fluss umrunden, das meine ich. Wieder bis zu der ersten Brücke und dann rüber die Brücke und dann rein in die Stadt wieder. Ich wäre bei deiner Tankstelle vorbeigefahren. Nee, du fährst bei der Tankstelle vorbei, fährst bis zu der ersten Brücke, die wir gebaut haben, im Tutorial. Also bis ganz runter. Also wie hätte ich denn fahren sollen? Über die Holzbrücke. Achso, du meinst, die hast du schon gebaut dann? Die Holzbrücke ist fertig. In 3, 2, 1. Na dann ist easy. Hab ich gesagt? Boah. So, jetzt muss ich nämlich schauen, was ich mache. Ich glaube, ich hole den anderen Upgrade-Punkt nämlich. Wenn du den holst, hole ich den anderen. Obwohl ich nicht weiß, ob der für einen LKW geeignet ist. Aber ich probiere es. So, Upgrade-Punkt geholt. Was war das? Was war das? Habe ich jetzt nicht gesehen, weil das ist nicht für den LKW verfügbar gewesen. Und nur weil es für deinen LKW nicht verfügbar ist, interessiert es dich schon immer. Das heißt, bei Snow Warner sagst du Lenkrad geil. Auf jeden Fall. Da muss man sagen, wenn du das nächste Mal LS spielst, würde mich wirklich interessieren, wenn du ein kurzes Video machst, dass ich da vielleicht. Oder du probierst wirklich mal Standard auf. Einstellung. Bist aber, ich bin gespannt, ob ich das gut komme, oder? Durch den See. Durch den See? Ich muss dann ein Stück durch den See durch. Wenn ich Holzbrücke fahre. Wenn du Holzbrücke fahre. Achso, da oben. Ja, du fährst unten. Beim Nadel, beim Holz. Aber stimmt, da. Das ist auch sehr cool da oben. Kann da empfehlen, den Weg, den wir runtergefahren sind vorhin zu der Holzbrücke. Beim Rauffahren musst du aufpassen, da geht's leicht bergab. Auf der anderen Seite da ist Überschlagungsgefahr. Okay, danke.
oder so als Tipp. Na, aber ich finde, jetzt haben wir einen Lauf einfach. Beim nächsten Mal, Alter, sind wir schon wieder in der dritten Karte, Alter. Also in der dritten Map-Abschnitt, Alter. So weiter geht. Was ist das überhaupt? Ich hab's doch schon umgespielt. Bitte? Das ist schon umgespielt, ja. Stimmt. Na, macht Spaß aber. Macht echt Spaß. Auch mit dem Lenkrad da jetzt. Cool. So, wir holen den Upgrade-Punkt von da irgendwo mitten im Nirgendwo. Irgendeinen Upgrade-Punkt gibt's oder irgendeine Mission gibt's, da sollte man mit Scout-Wagen hinfahren, habe ich gesehen. Ist sogar gestanden als Empfehlung. Was ist das, ein Motor? Ja. Du fletzt da zum Beispiel. Ah. So, jetzt habe ich gerade noch ein Drittel im Tank. Oh gut, dann bringe ich die eine Lieferung noch dahin und dann läuft das glaube ich schon. Ich mache auch noch die eine Aufgabe da. Ich glaube, das soll ich schaffen. Hinter den Fichten. Mhm. Den Sattelschlepper aus dem Dings ziehen. Wo fahren wir denn her? Ah, für das hat man die Holzplanken gebraucht, gell? Für die Brücke. Ja. Ich wollte das nicht rundherum fahren, aber ich dachte, ich versuche einfach mal den Fluss zu überqueren, weil dann ist vielleicht das Sägewerk da. Was mir auch taugt bei dem Lenkrad ist dieser Knüppel oben. Zum Einschlagen, ja. Mhm. Ja. Na Wuffi, dich müsste ich eigentlich im Truck anschnallen. Du dürftest nicht so mitfahren. Ist der aber leider einhändig. Lenkrad fahren, also fahren ist auch geil. Es wäre geil, wenn es da einen gibt, ohne Servolenkung. Gut, so fühlt sich manchmal bei mir an. Achso? Naja, wenn alles dagegen stimmt, ganze Ding ist dann schon. Warte, wie bitte. Und jetzt geschissen gesetzt. Ich will jeden Stein. Falsche Richtung. So wie jetzt bin ich gerade im Wasser, im Schlamm. Jetzt. Mhm. Ups. Jetzt geht's wirklich schwer. Upsi, Entschuldigung, Nachbar. War am Zaun, den ich gemacht. Dann zum Chip.
habe jetzt übrigens geschaut zu einem YouTube-Video von, der heißt Apfelstrudel oder so. Okay. Der hat vorgestellt die 25 bestbewertendsten, auf Steam bestbewertendsten Survival-Spiele. Okay. Da hab ich, also einige haben wir. Und ich habe nur viele noch in der Wunschliste drin, hab ich gemerkt. Was Lustiges? No? Dass ich den rausgezogen habe, aber anscheinend die Mission nicht angenommen habe, die dort gewesen wäre. Okay. Muss ich dort nochmal hinfahren. Das heißt, die hat nicht erzählt jetzt. Ich weiß nicht, wohin ich jetzt mit dem fahren muss. Ich fahre nochmal rein mit deinen Lacke. Gut, ich glaube, es gibt wenig Survival-Spiele, gut sind, die wir nicht kennen. Oder ist dir irgendwas aufgefallen, was noch dabei war? Ja, eines habe ich mir dann in die Wunschliste noch gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Kann ich dir dann nachher sagen? Ja. Aber da ist auch zum Beispiel dabei, was wir jetzt nicht geholt haben, dieses, was so ähnlich ist wie Grounded. Naja, aber das kennen wir zum Beispiel. Ja. Smallland. Genau. Oder was ist dabei gewesen? Mist Survival, glaube ich. Ja, das kann ich auch. Das habe ich auch in der Liste. Also, was ich eigentlich lustig finde? Subsidence oder so. Das wollte ich schon auch nochmal fragen. Roma spielt eigentlich auch unviel so Survival-Spieler, ja? Ja. Warum spielst du nicht nochmal mit Roman eins? Zocken du sie ja generell nicht so miteinander, oder? Spielen du eigentlich nicht miteinander, nein. Auch lustig. Er hat einen Haberer, der spielt bei ihm die Sachen auch immer. Aber klar, könnte ich das machen, aber die spielen auch fast täglich. Da ist dann immer viel Zeit für anderes. Nein, nur letztens, weil du Mist gesagt hast, weil jetzt Mist eben irgendwann gespielt vor kurzem. Mhm. Und jetzt spielen sie Subsidence, oder wie das heißt. Okay. Subsidence? Nein. Aber nicht. So, dann tue ich mich noch bergen. Ja, ich bin auch gleich da. Soll ich nochmal den Twacky-Shoppy? 19.000 haben wir gemacht, kann man da vielleicht irgendwas verbessern? An Rüssel werde ich vielleicht irgendwann drauf geben. Rüssel? Falls wirklich mal in die für Gewässer geht. Achso, so ein Rüssel. Das hab ich. Überlegen, ob ich mal einen Kran drauf machen lasse. Ja. 19% haben wir es gemacht in Michigan. Ja, erst für den ersten Tag 19%? Ja, stimmt. Aber man kann auch reparieren, sagen mitten drunter. Ich dachte, man muss sich bergen oder irgendwo hinfahren zum Reparieren. Ja, wenn du was mit hast, kannst du auch zwischendurch reparieren. Ich habe eigentlich nichts mit und kann sagen reparieren. Echt? Mhm. Okay, es geht eh nicht. Also. Hast du doch nichts mit. Ist die die Funktion ist da, sagen wir mal so. Ja, die Funktion muss ich, dass da ist. Gut, das heißt, ich muss in den Truck lagern. Nicht einlagern. So, 16.000 habe ich. Drauf. Reifen habe ich, glaube ich, eh ganz gute. Binde ist schwer.
bist du aber offline, wenn du 17.500. Bin ich gerade. Oh, Sattelkoppelung, Kniegel. Aber ich kann da nichts für. Ah, oh ja, Holzauflieger. 6.000. So. Na gut.